In Berlin finden heute die Sitzungen der Parteien auf Fraktionsebene statt. Dort bin ich verbunden mit unserem Korrespondenten Gerd-Joachim von Follower. Herr von Follower, die Migrationspolitik wird sicherlich auch Thema sein heute, richtig? Davon könnte man ausgehen, aber bei der Unionsfraktion zum Beispiel soll genau das Gegenteil passieren. Der Masterplan und die Integration steht nicht mehr offiziell auf dem Programm. Warum? Das wurde heute Morgen uns so erklärt, ganz einfach. Der Masterplan ist ja abgesagt worden, die Vorstellung des Masterplans durch Horst Seehofer. Und deswegen wird er hier in der Fraktionssitzung diesen auch nicht vorstellen. Und es ist auf Antrag der CSU auch von der Tagesordnung genommen worden. Also redet man in der Union nicht darüber. Dieser Streit ist ja auch schon älterer Natur, diesmal unter anderen Vorzeichen. Sie erinnern sich vielleicht, die letzten knapp 3 Jahre war das ja immer ein Hin und Her zwischen der CSU, vor allen Dingen Horst Seehofer und Angela Merkel, auf der anderen Seite der Bundeskanzlerin. Und das ist jetzt wieder ausgebrochen. Auch die Interpretationshoheit wird wieder beansprucht. Und Angela Merkel hat ja dort jetzt ein Machtwort gesprochen. Denn anders als die vergangenen 2,5 Jahre vor dem Wahlkampf hat sie jetzt die Richtlinienkompetenz ausgepackt und Horst Seehofer sitzt misslicherweise mittlerweile auch als Innenminister an ihrem Kabinettstisch. Da kann er zunächst nicht viel machen, sondern muss abwarten. Und Angela Merkel spielt ja auch auf Zeit, denn sie weiß, Ende Juni ist der Gipfel in Europa und da muss dann ein gemeinsames Werk gelingen. Viele zweifeln daran. Der österreichische Kanzler Kurz ist heute in Berlin. Mit ihm wird sie nachher ein langes Gespräch haben und da wird das sicherlich ein zentraler Punkt sein. Und die Österreicher übernehmen ja am 1. Juli den EU-Vorsitz. Also es muss jetzt eine gemeinsame Lösung her, denn eins muss man in diesem komplizierten Streit auch sagen. So ganz klar ist dieses Dublin-III-Abkommen nicht. Wenn ein Mensch in einer Eurodac-Datei, das ist die Fingerprint-Datei der Europäer, erfasst worden ist, dann haben Franzosen in der Vergangenheit diese Menschen in das Ursprungsland, häufig Italien oder Griechenland, zurückgeschickt. Laut Angela Merkels Anordnung werden alle Menschen hier reingelassen, die um Asyl bitten. Auch solche, die zum Beispiel bereits so einen Fingerabdruck woanders abgegeben haben. Und da sehen Sie schon das unterschiedliche Verfahren. Und die CSU sagt eben in diesem Masterplan, eine der 63 Maßnahmen ist eben, solche Menschen zum Beispiel an der Grenze direkt abzuweisen. Und Angela Merkel argumentiert, das wollen wir nicht. Wir wollen eine gemeinsame europäische Lösung erarbeiten. Europäisches Recht soll nationales Recht schlagen. Das ist ihre Argumentation. Sie spielt da auf Zeit, wie ich schon sagte, und sie hat kaum welche. Auf jeden Fall spielte dieses Thema hier in den anderen Fraktionen sicherlich auch eine wichtige Rolle. Wir haben es bei den Fraktionsvorsitzenden auch vor den Sitzungen schon gehört. Aber natürlich spielte das außenpolitische Thema hier, die neue Liebe zwischen Herrn Trump und Herrn Kim, eine ganz große Rolle. Und damit fängt auch Sarah Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Linken, ihr Statement heute an. Die Welt hat heute Nacht oder auch heute Morgen gebannt nach Singapur geschaut, was dabei nun herauskommen mag, wenn Donald Trump und der nordkoreanische Regierungschef sich treffen. Eine Erklärung ist verabschiedet worden, Inhalt eher vage. Ich glaube, natürlich freut sich jeder und es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn es irgendwelche Schritte in Richtung nuklearer Abrüstung gibt. Und wenn die tatsächlich untersetzt werden, dann ist das ein Schimmer der Hoffnung für eine Welt, die eigentlich immer instabiler und gefährlicher wird. Allerdings muss man auch sagen, bisher hat sich ja Donald Trump eigentlich eher als Dealbreaker und nicht gerade als Dealmaker profiliert. Und wenn er auf der einen Seite in Nordkorea ernsthaft nukleare Abrüstung betreiben will, auf der anderen Seite aber eben vor wenigen Wochen gerade ein Abkommen mit Füßen zertreten hat, dass genau eine solche nukleare Abrüstung, nämlich oder die Verhinderung nuklearer Aufrüstung, nämlich im Nahen Osten, bewirken sollte, das Iran-Abkommen, dann sehe ich da doch einen gewissen Widerspruch in seiner Politik. Und man muss natürlich auch sagen, es wird sicherlich keine verbindlichen Zusagen von welchem Land auch immer geben, auf nukleare Bewaffnung zu verzichten, wenn es nicht eine gewisse Sicherheit gibt, dass Zusagen dann auch eingehalten werden. Und dass diese unsägliche Praxis aufhört, dass sich große Militärmächte, und das ist ja vor allem auch die USA, immer wieder anmaßen, Regierungen, die ihnen nicht passen, dann eben auch militärisch anzugreifen, Länder auch militärisch zu verwüsten. Insoweit ja, guter Schritt. Wenn es konkreter wird, können wir alle froh sein. Eine Denuklearisierung der
Halbinsel, der koreanischen Halbinsel, wäre ein wirklicher Erfolg. Aber ich glaube, das ist nur dann realistisch, wenn es tatsächlich eine Sicherheit auf dieser Welt gibt, dass auch die USA Zusagen, die sie machen, am Ende einhalten. Und natürlich, man muss auch sagen, nukleare Abrüstung schließt aus, dass andere nuklear aufrüsten. Und wenn ich mir die Pläne von Donald Trump ansehe, Atomwaffen zu modernisieren, sogenannte kleine Atomwaffen in Zukunft zu bauen, dann steht das eben auch in großem Widerspruch zu dem, was erklärtes Ziel dieses Treffen war und was eigentlich jeder vernünftige Mensch sich wünschen muss, dass wir Schritte in Richtung einer weniger waffenstarrenden und vor allen Dingen einer weniger atomwaffenstarrenden Welt gehen. Ja, die Große Koalition zeigt sich mal wieder als Chaostruppe. Ich finde das wirklich bemerkenswert, in welchem Zustand offensichtlich diese Regierung ist, wo eine Kanzlerin ganz am Schluss die Notbremse ziehen muss, weil einer ihrer Minister etwas tut, was offensichtlich in keiner Weise mit ihr abgesprochen ist. Also das zeigt, dass man hier völlig kopflos, führungslos ist, auch eine eklatante Führungsschwäche. Und das bei einem doch sehr wichtigen Thema, das die Menschen in diesem Land bewegt. Natürlich ist in dem Fall es richtig, darauf zu beharren, dass es europäische Lösungen gibt. Natürlich ist es richtig, darauf hinzuweisen, dass es überhaupt nicht sinnvoll wäre, wenn jetzt ausgerechnet Deutschland wieder mit einem Alleingang Öl ins Feuer gießen würde. Wir sehen ja in Italien, wie sich die Situation zuspitzt. Und natürlich wäre die Konsequenz eines Planes, wie ihn Seehofer vorgelegt hat, sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft überhaupt niemand mehr in Italien an Land gehen kann. Das sind ja dann die Konsequenzen, wobei man eben sagen muss, Alleingänge hat es in dieser Frage bisher nicht nur von Seehofer gegeben. Es war in den letzten Jahren die Spezialität auch von Merkel, immer wieder Dinge zu machen, die nicht mit den europäischen Partnern abgestimmt waren. Wenn sich das in Zukunft ändert, ist das auf jeden Fall positiv. Ja, und mit dem Punkt hat Frau Wagenknecht natürlich nicht so unrecht. Wenn man in das Jahr 2015 zurückschaut, dann war das quasi eine einsame Entscheidung der Bundeskanzlerin, die Grenzen aufzumachen. Und seitdem schwelt der Streit zwischen CDU und CSU. Und heute in der Fraktionssitzung, ich habe es Ihnen gesagt, da soll das offiziell kein Thema sein. Und Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende, hält hier gerade sein Statement. Das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Wir werden heute in der Bundestagsfraktion einen Bericht der Bundeskanzlerin zum Thema Gipfel in Kanada hören. Und da wird sicher ein Ergebnis sein, dass nachdem, wie der Gipfel abgelaufen ist, wir in Europa mehr zusammenstehen müssen. Das wird damit auch das Thema sein, Europa stärken, was dann Ende des Monats im Rat auf der Tagesordnung steht. Die Bundeskanzlerin wird dann sicher darüber berichten, dass im Gespräch mit dem österreichischen Bundeskanzler, der ja die Präsidentschaft in den nächsten 6 Monaten in der EU übernimmt, das Thema europäisches Asylrecht jetzt vorangebracht werden muss, weil dies ein Thema ist, das die gesamte europäische Gemeinschaft doch erheblich fordert und belastet, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben. Und sicher wird sie auch darauf hinweisen, dass es zwischen ihr und Horst Seehofer in einer Frage noch Diskussions- und Gesprächsbedarf gibt und dass wir deshalb diese Gespräche noch abwarten müssen und wir darauf hoffen, dass das jetzt bald zu einer gemeinsamen Überzeugung kommen wird. Wir werden dann über die Gesetze, die in dieser Woche in der zweiten und dritten Lesung anstehen, beraten. Und da gibt es vor allem beim Gesetzentwurf über die Musterfeststellungsklage noch zwei Punkte, über die man sich noch nicht einigen konnte. Und deswegen kann ich im Augenblick nicht ausschließen, dass dieses Gesetz gar nicht in der zweiten und dritten Lesung jetzt in dieser Woche ansteht. Wir versuchen natürlich, dass wir die Dinge jetzt voranbringen, aber es lässt sich im Augenblick noch nicht sagen. Da sind zwei Punkte, die noch nicht ganz verabschiedet sind. Herr Kauder, die CSU sprach darauf, dass die Zurückweisung an den Grenzen kommt. Die Kanzlerin warnt von nationalen Alleingängen. Wie kann denn da überhaupt eine Lösung aussehen? Das werden die Gespräche zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel schon noch bringen.
dass weite Teile der CDU hinter Herrn Seehofer stehen? Ich habe keine Umfrage in weiten Teilen der CDU gemacht. Wie ist denn Ihre Haltung dazu? Ich bin klar der Auffassung, dass wir jetzt alles tun sollten, um Europa zu stärken. Und deswegen zunächst einmal das Gespräch mit dem österreichischen Bundeskanzler kurz abwarten, wie wir dort vorankommen können und wie wir europäische Lösungen voranbringen. Ich habe vorhin ausdrücklich betont, dass nach dem, was in Kanada passiert ist, wir Europa stärken müssen und nicht schwächen sollten. Ja, also es wird weitere Gespräche geben zwischen den beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, wobei es so ist, dass Angela Merkel ganz klar gemacht hat, erstens, ich bin die Kanzlerin, habe die Richtlinienkompetenz und zweitens werden wir jetzt warten auf den EU-Gipfel. Heute Nachmittag bereits empfängt sie ja den österreichischen Kanzler Kurz, ich habe es gesagt, da gibt es die ersten Gespräche. Aber wenn man diese Europäische Unionstreffen kennt, dann muss man schon stark daran zweifeln, dass dieser gordische Knoten Ende des Monats bei dem EU-Treffen einfach mal ebenso durch schlagen wird. Da gibt es doch viele, viele Interessen und die anderen europäischen Staaten, wenn man mal vor allen Dingen die Schweden ausnimmt, haben sich ja nicht gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie die Zuwanderer mit großen Armen aufgenommen haben, anders als das die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende getan hat und daher ist auch der Punkt zu werten, dass die meisten Flüchtlinge eben in Deutschland angekommen sind. Und jetzt Andrea Nahles, die Fraktionsvorsitzende der SPD. Trump Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der G7-Gipfel hat gezeigt, dass wir mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun haben, der vor allem den eigenen Regeln folgt, Absprachen, Verträge, Abkommen. Darum schert er sich wenig. Deswegen bewerte ich die Vereinbarung, die jetzt zwischen dem Machthaber Nordkoreas Kim und Präsident Trump zustande gekommen sind, erstmal vorsichtig. Sie müssen sich erst mal als belastbar erweisen. Und ich sage das deswegen, weil wir wissen, dass Krisenmanagement und internationale Politik ein Marathonlauf ist und dass es da oft darum geht, dass man Ausdauer und Disziplin hat, bis man zum Ziel kommt. Und wenn man sich jetzt die Vorgeschichte zu diesem Gipfeltreffen anguckt, von Wüstenbeschimpfungen über Kriegsdrohungen, Zu- und Absagen, dem Widerruf von Absagen, dann würde ich heute wirklich vor voreiligen Bewertungen warnen wollen. Denn man weiß auch, mit der Unterzeichnung von Vereinbarungen an dieser Stelle beginnt überhaupt erst der Prozess der Umsetzung der Vereinbarung. Und wie weit wir da kommen, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Deshalb sehen wir das zunächst mal als einen Punkt, den wir weiter gerne beobachten wollen, aber wir auch vor vorschnellen Einschätzung zurücktreten, denn ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie weit das dann in der Realität auch ankommt, was da heute verabredet wurde. Wir haben darüber hinaus innenpolitisch zwei wichtige Punkte auch, die uns freuen. Wir haben einen Durchbruch geschafft bei der Pflegeausbildung. Ab 2020 wird es eine neue Form der Pflegeausbildung geben. Und die wichtigste Nachricht ist tatsächlich, dass das Schulgeld für Auszubildende in der Pflege bundesweit komplett abgeschafft wird und damit die Pflegeausbildung kostenfrei wird. Anlässlich der Verordnung, die in dieser Woche im Kabinett ist, will ich noch mal sagen, dass wir ja derzeit in einer kuriosen Situation in Deutschland leben, wo ein relativ unbeliebter Beruf mit relativ schlechter Bezahlung am Ende auch noch Schulgeld verlangt von den Leuten, die ihn ergreifen. Und diese Situation ist eigentlich seit Jahren komplett unhaltbar. Und ich bin sehr glücklich, dass wir mit dieser Verordnung, die jetzt auf den Weg kommt, dafür hat insbesondere auch die SPD intensiv gerungen, auch noch in den letzten Tagen, endlich jetzt auch Realität in Deutschland wird. Das wird sicherlich den Beruf
Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland deutlich beliebter machen. Und das ist auch sehr wichtig, dass das umgesetzt werden kann. Die zweite Sache, die diese Woche finalisiert wird in der zweiten, dritten Lesung dieser Woche, ist die eine für alle Klage, wo wir die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken und das auch so rechtzeitig schaffen, dass tatsächlich auch noch die Geschädigten des Dieselskandals Profiteure dieser neuen Musterfeststellungsklage, wie sie hieß, eine für alle Klage sein können. Und das ist ein wichtiger Punkt. Da geht es um Fristen, die eingehalten werden müssen. Und dass das gelingen kann, auch in dieser Woche das abzuschließen, ist eine sehr gute Sache. Sie haben ja mitbekommen, dass in den letzten Tagen sehr viel über den sogenannten Masterplan Asyl von Horst Seehofer geredet wurde. Wir kennen diesen Masterplan nicht. Und wir fordern die Union auf, dass sie ihre unionsinternen Streitigkeiten möglichst bald beilegen, damit wir hier möglichst bald Klarheit haben und auch wissen, worüber denn da eigentlich gestritten wird. Würde ja sicherlich auch viele in Deutschland interessieren. Ich kann Ihnen diese Frage leider heute nicht beantworten. Frau Nahles, ich würde gerne doch noch mal zum internationalen Fragen. Trump hat auf dem G7-Gipfel den Freunden quasi die Tür zugeschlagen und in Nordkorea reicht einem ehemaligen Erzfeind die Hand. Ist das der Beginn einer neuen Zeit, einer neuen Ära und wie soll Europa damit umgehen? Die Zeit von Herrn Trump ist eine begrenzte. Er ist auf Zeit gewählt. Das ist das Gute an einer Demokratie. Und das bedeutet, dass wir jetzt für die Zeit, in der Präsident Trump Präsident ist, davon ausgehen müssen, dass er keine internationalen Abkommen, Verträge, Formate wirklich ernst nimmt. Ich habe ihn, und das wiederhole ich hier, als Chaoten der Weltpolitik bezeichnet. Und dazu stehe ich auch. Und darauf kann es nur die Antwort geben, America first kann nur beantwortet werden mit Europe united. Und da ziehe ich auch die anderen Verbündeten wie Kanada, Neuseeland, Japan mit ein. Wir müssen umso mehr dafür sorgen, dass die Standards internationaler Politik nicht unter die Räder eines erratisch agierenden amerikanischen Präsidenten geraten. Die Fraktions- und Parteivorsitzende der SPD heute hier vor ihrer Sitzung, wie ich finde, doch sehr entspannt. Sie hat gefordert, dass die SPD auch Einsicht in den Masterplan bekommt. Die Unionsfraktion wird das heute auch nicht tun. Gestern haben die CSU-Abgeordneten darüber beraten. Das sind wohl die Abgeordneten, die schon am meisten von diesem Masterplan wissen. Da drin ist ja zum Beispiel auch das Thema Ankerzentren. Das mahnt die SPD ja auch an, dass sie gerne wissen will, was der Innenminister dort eigentlich vorhat. Was Andrea Nahles jetzt gar nicht angesprochen hat, war Vollzeit und auf Teilzeit, umgekehrt Teilzeit auf Vollzeitgesetz, das Herzanliegen der SPD. Da haben wir heute Morgen erfahren, dass das wieder gestrichen worden ist, Mittwoch aus der Kabinettsliste, denn man ist da immer noch nicht einig. Zur Erinnerung, das ist ein Gesetz, was die SPD schon in der vergangenen Legislaturperiode eingereicht hatte, wo man sich da nicht einigen konnte, war im Kanzleramt liegen geblieben und die SPD hat das auch während der Koalitionsverhandlungen ganz nach vorne gestellt. Jetzt ist es schon wieder so, dass offensichtlich weiterer Beratungsbedarf besteht. Und bei der Musterfeststellungsklage, da ist Andrea Nahles sehr optimistisch, dass das Donnerstag dieser Woche in zweiter, dritter Lesung hier den Bundestag passiert. Volker Kauder, haben Sie gehört, der ist da weniger optimistisch. Also auch zwischen den Koalitionspartnern, da geht es munter hin und her. Und Andrea Nahles war heute noch relativ freundlich zu diesen Dingen. Ja, und die Opposition, die kann sich eigentlich nur alle Finger reiben. Und Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, auch er hat zunächst natürlich das große Thema des Tages, nämlich das außenpolitische Thema, hier in seinem Statement nach vorne gestellt. Die Aussagen von Herrn Trump haben ja nur eine eher geringe Halbwertszeit. Man weiß nicht, was bis zum nächsten Tweet noch gilt. Und wir haben es insbesondere bei den Verhandlungen über die Zukunft der atomaren Rüstung auf der koreanischen Halbinsel ja mit zwei, ich würde es mal sehr vorsichtig ausdrücken, eher unbeständigen Charakteren zu tun. Aber wenn es wirklich gelingen würde, dass Nordkorea atomar komplett abrüstet, dann wäre das ein großer und bedeutender Schritt. Wenn wir uns die Entwicklung beim G7 anschauen, kann man sagen, G7 ist inzwischen vollkommen blockiert und ist ein Totalausfall, wenn es darum geht, regelbasiert, anständig. Die tun, Leute, irgendwas stimmt mit dem Mikrofon hier nicht. Wir glauben, das Mikrofon ist an und ihr ist es aus. Oder? Das prüfen wir dann einfach noch einmal.
Schauen. Geht das hier? Das hier geht nicht. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Jetzt passt. Ich kriege das nur die Kollegin vielleicht. Geht's jetzt? Machen wir es nochmal und Herr Hofrat, spricht vielleicht ein bisschen lauter. Vielen Dank für den Hinweis. So, wenn alles passt, dann würde ich dich nochmal bitten, anzufangen noch einmal mit der Einschätzung Nordkorea und USA und der heutigen angekündigten Vereinbarung. Die Aussagen von Herrn Trump haben ja eher eine geringe Halbwertszeit. Manchmal halten sie nur bis zum nächsten Tweet. Wenn man sich anschaut, wer über die Zukunft der koreanischen Halbinsel verhandelt, beziehungsweise deren atomare Rüstung, haben wir es ja mit zwei, milde ausgedrückt, eher unbeständigen Charakteren zu tun. Aber man muss klar sagen, dass wenn es zur vollständigen nuklearen Abrüstung von Nordkorea käme, wäre das ein sehr bedeutender Schritt. Und wir hoffen, dass es soweit kommt. Ob es das tut, glaube ich, ist angesichts des fehlenden Zeitplans noch offen. Herr Seehofer ist eigentlich Innenminister und nicht CSU-Wahlkampfminister. Aber das Agieren von Herrn Seehofer, wenn man sich anschaut, hat man den Eindruck, dass sein Denken an den bayerischen Grenzen endet und er stattdessen nichts anderes macht, als für Herrn Söder, den er eigentlich mal verhindern wollte, jetzt Wahlkampf zu treiben. Was wir wirklich brauchen, ist einen Innenminister, der endlich dafür sorgt, dass Bundesamt für Migration und Flucht arbeitet. Der Skandal beim Bundesamt für Migration und Flucht ist eine seit vielen Jahren bekannter und angeprangerter und im Moment, glaube ich, besonders in der Öffentlichkeit stehender. Aber dieser CSU-Innenminister müsste endlich dafür sorgen, dass in diesem Behörde rechtsstaatlich und schnell entschieden wird. Das haben die Menschen in Deutschland verdient und das haben insbesondere auch die Geflüchteten verdient, dass schnell und rechtsstaatlich über ihre Anliegen entschieden wird. Eine Behörde, die vor Gericht über 40% ihrer Verfahren erstmal verliert, eine solche Behörde hat seit langem bestehende und ganz grundlegende Probleme. Und was auch bezeichnend ist für das Agieren von Herrn Seehofer ist, dass er am Integrationsgipfel nicht teilnimmt. Da merkt man, was Herr Seehofer von Integration, was jetzt dringend geboten wird. Da geht es um Wohnungen, da sollte es um Arbeit gehen, da sollte es um Deutschkurse gehen. Was Herr Seehofer von Integration hält, ich meine, hat den Eindruck, nichts, wenn er noch nicht mal am Gipfel teilnimmt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was bei Herrn Seehofer wirklich los ist. Nämlich er sollte doch eigentlich gelernt haben, dass aus diesem Dauerstreit zwischen Seehofer und Merkel in der letzten Legislaturperiode sind nur die Rechtsradikalen gestärkt hervorgegangen. Jetzt ist er Minister, jetzt ist er Bundesinnenminister und er sollte endlich verantwortungsvoll handeln und einen vernünftigen Plan vorlegen. Nämlich Frau Merkel hat ja in dem Punkt recht. EU-Recht und Recht und Gesetz gelten auch für einen CSU-Innenminister. Und dieses EU-Recht sollte er endlich vernünftig umsetzen und er soll dafür sorgen, dass die Behörden in seinem Zuständigkeitsbereich endlich vernünftig arbeiten. Ja, und die AfD gibt normalerweise Dienstag früh ein Statement ab. Das hat sie auch heute getan in Form ihres parlamentarischen Geschäftsführers. Aber es sind ja so viele aktuelle Entwicklungen, dass die beiden Fraktionsvorsitzenden der AfD sich entschlossen haben, hier auch vor den Fraktionsebene ein Statement abzugeben. Und auch das wollen wir Ihnen schnell zeigen. Ja, wir haben gesehen, dass die CDU-CSU völlig konzeptlos ist. Wir haben das schon von vornherein gewusst, aber man merkt natürlich auch, dass jetzt bald in Bayern die Landtagswahlen stattfinden und da natürlich mit Händen und Füßen wird da jetzt die Sollbruchstelle auch gesucht zwischen Seehofer und Merkel. Aber Seehofer ist derjenige gewesen, der die gesamte Zeit über die Politik von Merkel mitgetragen hat. Und jetzt wundert man sich, dass in Bayern die Umfragewerte weiter in den Keller abrutschen. Wir blicken dem gelassen entgegen, denn schauen wir uns doch mal Folgendes an. Die AfD hat den Antrag auf Grenzkontrollen und Grenzsicherung ja gestellt im Bundestag und die CSU hat ihn ja auch mit einstimmig abgelehnt. Wenn Seehofer jetzt eben auch fordert, die Grenzen zu sichern, dann sehen wir eins ums andere Mal, dass es wieder nur eine wahlkampftechnische Nebelkerze ist, denn der politische Wille fehlt auch bei der CDU, CSU
gänzlich. Haben wir in der Vergangenheit gesehen, wird in der Zukunft nicht anders sein. Und wir als AfD, wir freuen uns natürlich richtig auf die bayerischen Landtagswahlen, wenn die CSU unter 40% rutscht. Und dann, kann ich Ihnen prophezeien, wird innerhalb der CDU, CSU die Hölle los sein, weil man sich dann eben auch die Frage stellen muss, will man mit Merkel eigentlich weitermachen oder möchte man doch einen anderen Kandidaten suchen? Und auf diese Debatte innerhalb der anderen Fraktion freuen wir uns natürlich. Ja, und fehlt noch die FDP-Fraktion heute mit ihrem parlamentarischen Geschäftsführer Marco Buschmann vor dem Mikrofon. Es ist allerdings nicht nur so, dass die Handlungsunfähigkeit dieser Regierung sich auf internationalem Parkett zeigt. Tatsächlich ein echtes Desaster ist die Absage des Masterplans. Und das sage ich ohne Häme und auch ohne oppositionell-taktische Hintergründe. Wir alle wissen, jeder, der sich mit Politik in Deutschland beschäftigt, weiß, dass die Frage und der Umgang mit Migration und Flucht der zentrale gesellschaftspolitische Konflikt in Deutschland seit 2015 ist. Die Menschen erwarten von der Politik und erwarten von der Regierung, dass sie hier mit einem Plan vorangeht. Das, was die Bürgerinnen und Bürger aber seit 2015 permanent erleben, ist schlichtweg Planlosigkeit. Und dann kündigt der zuständige Fachminister nur mit großem Gestus einen Masterplan an, also einen großen Wurf schon vom Wort her. Dann erfahren wir mehr oder weniger durch Zufall in einem Interview der Bundeskanzlerin, dass dieser Plan offenbar weder mit dem Koalitionspartner, offenbar nicht im Kabinett und offenbar noch nicht mal mit der Regierungschefin abgestimmt ist. Und dann wird einen Tag später die Sache schlichtweg abgesagt. Was dokumentiert denn mehr, als dass diese Regierung zu wenig miteinander spricht und nicht handlungsfähig ist? Es zeigt auch eines, dass nämlich Frau Merkel mit ihrem Regierungsstil nicht mehr in der Lage ist, in ihrer Koalition echte Kompromisse zu finden. Wir haben das bereits erlebt in der Zusammenarbeit mit der SPD beim Thema Familiennachzug. Da haben wir erlebt, wie im Parlament beide regierungstragenden Fraktionen diametral entgegengesetzte Interpretationen der angeblichen Vereinbarung in der Koalition vorgestellt haben. Dann haben wir einen wochen- und monatelangen Eiertanz um das Thema erlebt, um dann eine kuriose Lösung präsentiert zu bekommen, nämlich eine kuriose Lösung, die die qualitative Frage eines Härtefalls knüpft an die quantitative Frage, ob man in der Warteschlange die Nummer 1000 oder 1001 gezogen hat. Das ist wirklich grotesk, meine Damen und Herren. Und weiter geht das Chaos selbst bei Rechtsfragen. Wir haben nun gehört, möglicherweise auch mit Beschwichtigungsabsicht, dass in Wahrheit der Konflikt zwischen der Bundeskanzlerin und ihrem Bundesinnenminister an einer Rechtsfrage hängt, nämlich der Frage, ob man Asylsuchende an einer deutschen Grenze zurückweisen kann. Das ist in der Tat eine Rechtsfrage. Aber wie kann es sein, dass diese Bundesregierung bei einer Rechtsfrage, die seit 2015 diskutiert wird, nicht in der Lage ist, eine einheitliche Meinungsbildung hervorzubringen? Und deshalb ist es auch völlig richtig, dass wir diese Frage zum Gegenstand auch des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses machen wollen. Der grüne Kollege Konstantin von Notz hat gestern völlig zu Recht gesagt, dass diese Bundesregierung ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit hat. Das stimmt nicht nur für Tatsachen, das stimmt offenbar auch für die Rechtslage. Und deshalb ist es erforderlich, dass wir hier auch mit den Instrumenten eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vorgehen können. Und ich appelliere nochmal an alle Kräfte in diesem Deutschen Bundestag, die an Aufklärung interessiert sind, unserem Anliegen hier näher zu treten. Einen BAMF-Untersuchungsausschuss gibt es noch nicht. Die FDP wirbt weiter dafür. Mal sehen, ob das in der Zukunft dann zustande kommt. Im Moment wird der Innenausschuss die Vorgänge aufklären, am Freitag wieder. Und auch das werden Sie live bei Phoenix erleben. Ja, und der Bundesinnenminister, der viel gescholten ist, hier vor wenigen Minuten in die Fraktion eingetreten. Morgen übrigens hat er mitgeteilt, kommt er zum Integrationsgipfel im Kanzleramt. Da wird er nicht sein. Das ist sehr ungewöhnlich, denn der Innenminister wäre da dringend vonnöten. Er schickt einen Staatssekretär und wie wir recherchieren,
kommentiert haben, ist diese Absage schon eine Woche alt. Und offensichtlich scheint es sich dabei um ein Unwohlsein des Ministers zu handeln bezüglich einer Teilnehmerin, die nach ihm dort sprechen soll. Das ist zumindest so eine inoffizielle Begründung, die zu hören war. Also er ist nicht da. Das ist hier alles ein bisschen auseinandergeraten, durcheinander geraten heute zwischen dem Innenminister und der Kanzlerin jedenfalls. Da ist das Tischtuch zerschnitten, aber das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Neu ist nur, dass Angela Merkel als Vorsitzende der CDU und vor allen Dingen als Kanzlerin noch den Takt angeben kann. Die Frage ist, wie lange sie muss liefern. Und zwar spätestens Ende Juni beim EU-Gipfel. Da muss man eine europäische Lösung hinbekommen. Das dürfte äußerst schwierig werden. Auf jeden Fall, dieses Thema wird weiterspielen. Das ist vollkommen klar. Und damit zurück in unser Studio nach Bonn.